Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und danke fürs Einschalten. Und heute haben wir einen kleinen Vergleich von zwei Blair Athol Whiskys hier. Und möglich gemacht hat das in erster Linie der Dominik, der Whisky Dodo. Unbedingt bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Der hat nämlich ein Gewinnspiel bei sich auf dem Kanal gemacht und ich habe tatsächlich mal was gewonnen, was ich extra erwähnen muss, weil das kommt nicht so häufig vor. Ja, Blair Athol. Highland Distillery, 1798 gegründet, also wirklich eine von den älteren in Schottland, oder von den ältesten, liegt in Pitlochry, im selben Ort wie Edward Auer, und gehört in Diageo-Konzern. Offizielle Abfüllung gibt es nur eine, und das ist die Flora und Fauna, aber Blair Athol ist sehr, sehr prominent und gern gesehen bei vielen unabhängigen Abfüllern, und es gibt tolle Tropfen von Blair Athol und ich hoffe, ich habe jetzt hier zwei. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Lieblings-Blair Athol, den ich bisher im Glas hatte, war der 1988er Wine Treated Butt von Signatory im Decanter. Das, also zumindest die ersten Auflagen, da gab es ja mehrere Chargen davon. Die ersten Fässer, wo da rauskamen, die waren ein Traum. Aber gehen wir zu unseren zwei Whiskys. Was haben wir hier? Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch dran, wer meine alten Videos durchgeguckt hat. Ich habe den hier schon mal besprochen, vor etwa einem halben Jahr. Das ist der Blair Athol 2006 bis 2015. 9 Jahre von Gordon MacPhail in der Connoisseur's Choice Serie, in der alten. Die gibt es ja jetzt dann nicht mehr. Man hat ja dafür gleich die Preise angezogen, aber ja, lassen wir das. Ist abgefüllt mit 46%, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und aus zwei Fässern ein Wetting. Aus einem First Fill Sherry Butt und einem Refill Sherry Boxhead. Und dann habe ich, und das ist der Teil, um den es heute eigentlich gehen sollte, eine süße kleine Flasche gekriegt. Das ist wirklich so ein... Muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich vorher noch nie gesehen. Das ist Flachmann-Format, aber schön in der Box. Ein Einzelfass, Blair Athol, destilliert 2002. Und, wie alt ist der? Wann ist denn der abgefüllt? 2014. Okay, demnach 12 Jahre. Und zwar in McGivens Provenance-Serie. Da kann ich bisher nur die großen Flaschen, also das war wirklich so ein Ding, das habe ich vorher noch nie gesehen, außer beim Dodo im Video. Macht mich natürlich neugierig, sieht nach einem Refill-Fass aus, wenn man mich so fragt. Single Cask, sonst steht da nicht sehr viel Gewinnbringendes drauf, aber muss ich auch nicht, der Geschmack sollte ja für sich sprechen. Witzig finde ich, dass sie auf der Packung hier gar nicht so sehr auf den Malt eingehen, oder eigentlich gar nicht, sondern die Einflüsse oder die das, für das ihre Jahreszeiten stehen, beschreiben, was in welcher Jahreszeit besonders wichtig für die Whisky-Produktion ist, ist ein interessanter Ansatz. Es gab es ja früher als öfter mit diesen Seasons-Abfüllungen, weil man damals einfach auch durch unterschiedliche Wasserstände in den Flüssen mit mehr oder weniger Kühlwasser gearbeitet hatte und das früher einen größeren Einfluss auf den Whisky hatte. Wo die Experten ja heute sagen, es wäre nicht so, allerdings, wenn ich dann sehe, dass manche Destillerien wirklich funktionieren wie damals, weiß ich nicht, vielleicht. Also, ja. Gehen wir jetzt in den Whiskys über. Da der Gordon MacPhail ein Sherry-Fass ist und ich ihn kenne, werde ich mit dem McGivens Provenance anfangen. Ich hatte bisher nur dran gerochen, ich hatte ihn noch nicht im Glas. Also das ist hier eine Premiere, das ist was ich sonst selten mache, außer bei Blind-Tastings. Aber da ich grundsätzlich Blair Athol kenne, dachte ich, ja, kann ich den auch als blind hier nehmen. Nativ verhalten. Kommt eine malzig-hefige Note mit rüber. Da ist ein bisschen eine angegorene Traube, eine Weiße oder was hinten dran.
eine leichte säuerliche Note, aber sie ist für mich jetzt keine klassische Zitrusnote. Fasseinfluss eher weniger, würde ich mal sagen. Refill Hogshead, wenn man mich so fragt, Ex-Bourbon Fass. Und dann ist da auch sowas, was mich an Tabakblatt erinnert. Und das erinnere ich mich, hatte ich bei diesem hier auch. Und zwar ein unverbranntes Tabakblatt, ein getrocknetes Tabakblatt. Insgesamt hatte ich eigentlich erwartet, dass ich hier einen sehr, sehr frischen, sommerfruchtigen Whisky kriege. Aber dadurch, dass es keine reine Zitrusnote ist und durch diese Tabaknote mit dabei, der Alkohol ist merkbar, aber nicht zu stark. Also auch hier habe ich keine kühlende Frische. Ist er gar nicht so sommerlich, wie ich gedacht habe. Der Alkohol hat jetzt eher irgend sowas von einem Spermint-Kaugummi. Also schon eine Frische, aber diese muffige Pfefferminzfrische, sage ich's mal. Ja, auf euch. Riecht jedenfalls interessant. Fühlt sich im Mund relativ dünnflüssig an. Gleitet aber trotzdem den Mund aus. Hat auch hier so eine leichte Mischung zwischen angegorener Traube und jetzt ein klein bisschen Zitrusfrucht. Aber ganz, ganz dominant ist hier eine Note drin nach getrockneten Tabakblättern, nach irgendwas leicht Wachsigem, was da ist ganz im Hintergrund so eine Spur ausgebranntes Holz mit drin. Ich glaube, der braucht die 46%, sonst wird er sich tot im Glas anfühlen. Zweiten Schluck habe ich jetzt das Prickeln auf der Zunge. Ich habe wieder diese angegorene saure Traube, eine leichte Zitrusnote. Ich habe jetzt dazu ein Prickeln auf der Zunge, eine leichte Pfeffrigkeit, eine Malznote und trotzdem bleibe ich dabei. Am dominantesten im Geschmack ist dieses Tabakblatt. Im ersten Schluck war der Abgang relativ kurz. Im zweiten hält er sich überraschend länger, als ich erwartet habe. Würde ich ihn jetzt als mittellang beschreiben. Es ist ein sehr, sehr interessanter Whisky. Denn obwohl er hier wenig Fasseinfluss zeigt, ist es kein wirklich leichter Sommerwhisky. Es kommt Brennereicharakter durch, aber es kommt hier wirklich eher die strohig-malzige Hälfte durch. Getrocknete Blätter. In der Nase eben sogar eine leichte Hefenote, die mich ein klein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Die am Gaumen aber weg ist. Er wirkt einen Tick jünger, als er wirklich ist. Natürlich diesem Refill-Fass geschuldet. Aber er hat ein sehr, sehr interessantes Profil, sage ich mal. Ja, also danke Dodo für dieses Sample hier. Das heißt Sample, das ist zwei Drittel Flasche. Ich denke, ich werde mich nochmal genauer damit beschäftigen und im direkten Vergleich jetzt hier den Gordon McPhail nennen. Ich habe dazu ja schon mal ein bisschen was gesagt in meinem alten Video, das heißt, ich gehe jetzt direkt hier ran. Nur so viel, ich habe hier ein paar Tropfen Wasser reingetan, weil ich diesen Whisky kenne und weil ich weiß, dass er sonst sehr, sehr unharmonisch ist. Hier merkt man sofort das Sherryfass. Ich habe hier so total eingetrocknete Rosinen und Backpflaumen.
steht jetzt auch eine Weile. Ich habe hier Lederpolitur. Richtig heftig. Aber hinten dran habe ich auch diese Tabakblattnote. Und hier, ja, eine saure Orange oder eine überreife Zitrone. Auf euch. Obwohl der Whisky viel jünger ist, ist er viel öliger vom Mundgefühl. Hat er nicht diese pfeffrige Schärfe? Er drückt aber deutlich weniger auf die Zunge und ich habe wirklich nur ein paar Tropfen Wasser reingemacht. Also ich habe ihn jetzt vielleicht von 46 auf 44 runtergeholt. Einfach, dass er ein bisschen aufmacht. Am Gaumen, ja, Leder, Backpflaumen, belegend öliges Gefühl, ein Hauch Eiche, die wird Richtung Abgang ein klein bisschen herb, hat so eine Bitterschokoladen schwarzer Kaffeenote mit drin, der Abgang ist mittellang, da kommt ein leichtes Malz mit durch und auch dieses Tabakblatt, das hatte ich in der Nase stärker, zeigt sich jetzt hier erst im Abgang hinten raus, dafür wirkt die Fruchtigkeit deutlich geringer hinten. Zweiten Schluck nehmen. Einen zweiten riechen. Habe ich jetzt hier ganz klar diese Backpflaumen. Das war so total steinhart getrocknete. Ölig Mund ausfüllen. Richtig voll. Hier dominiert wirklich, ja, schwere getrocknete Früchte, richtig hart getrocknete Früchte und Leder, Lederpolitur. Und dann kommt hinten die Eiche. Die ist, finde ich, für einen Neunjährigen wirklich einen Tick schon zu herb. Also ich mag ja würzige Eiche durchaus. Die hier... Man weiß, warum man die Fässer wirklich mit 9 Jahren schon abgefüllt hat, weil die waren an der Grenze. Und das, obwohl er jetzt nicht besonders viel Sherry abgekriegt hat, aber das Holz kommt extrem durch. Ja. Grundsätzlich muss ich sagen, Blair Effort ist eine spannende Destillerie. Wir sehen hier zwei komplett unterschiedliche Konzepte, was einen unabhängig abgefüllten Whisky angeht. Wir haben hier den Versuch, in kleineren Batches mehrere Fässer miteinander zu verblenden und einen insgesamt etwas weicheren, runderen Whisky hinzukriegen. Der Versuch ist teilweise nur gelungen, meiner Meinung nach, aber der Whisky ist mit ein bisschen Wasser gut trinkbar. Kein Überflieger, aber war fair bepreist. Und hier haben wir ganz klar einen, der auf den Brennereicharakter Wert legt, der ein wirklich sehr, sehr schwaches Fass verwendet hat. Der diesen relativ ungewöhnlichen Brennereicharakter von Blair Athol aber relativ gut zum Vorschein bringt, sicher aber nicht jedem schmecken wird, denn obwohl er relativ leicht und Brennereicharakterlastig ist, ist er eins nicht. Er ist kein erfrischender Sommerwhisky. Ja, ein riesen Dank an Dominik für diese Flasche hier und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch auch allen gefallen hat und mir beim nächsten Mal wieder einschaltet und mir ein Like oder ein Abo da lasst. Und ja, würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute.